So, ihr lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Jetzt gehen wir in die Cave. Die Cave, die sieht von hier aus so aus. Sieht eigentlich aus wie ein Hünengrab. Und ich hoffe mal, dass da jetzt echt nicht so viel Action drin ist. Das habe ich auch gar nicht mit gerechnet, dass es so etwas überhaupt gibt. The Cave. Okay. Fledermause. Ja! Vertrauenserweckende Geräusche, klasse. Alte Schätze. Wer ist da? Da. Bifafum, wer treibt sich hier rum? Eisdreck, ne? Dein erstmal liegen? Weiß nicht. Können wir sowas Neues abhalten? Open that door. Oh oh. Skelette. Hilfe! Yo! Das sieht nicht so gut aus für uns, wa? Aber ich glaube, wir haben da was Gruseliges kaputt gemacht gerade. Ach du Scheiße! Ja, was ist los? Wie viel kommen denn da noch raus? Aua! Au! In der Cave gestorben. Was ist denn das? Da kommen ja unendlich viele Skelette raus. Das ist ja schlecht. Warum kommen denn da unendlich viele Skelette raus? Aber unendlich. So richtig mit richtig viele. Natürlich ist jetzt mein Shit da drinne. Dieser mehr als gruseligen Cave. Keine Fähigkeiten dazu. Das ist schon mal nett. Ist das denn so, dass denn die, Oh. Ich habe dabei ein ganz schlechtes Gefühl. Mein Shit habe ich ja nun mal wieder. Aber was ist denn da los, Alter? Hör mal. So. Lass mal ganz kurz Klamotten wieder antrinken. Und Licht wurde uns ja tatsächlich empfohlen, ne? Licht. Es wurde uns Licht empfohlen. Ist das denn so, wenn ich die Grabkammer verlasse, dass ich den ganzen Scheiß immer von vorne anfangen muss? Wahrscheinlich, ne? Lass uns mal gucken. Aber andersrum, da war so ein. Da war ja so ein. Oh. Leben mal. Jetzt meine Büchse antritt. War alles klar. Was ist denn das?
Oh, die spawnen alle neu. Au, ich komme nicht durch. Und nicht hier drauf gehen. Na super. Oh, Kinder. Aber was sollen wir denn hier in diesen Grabstätten? Was sollen wir hier machen? Was ist hierbei unser Ziel? Jetzt müssen wir erstmal das Problem lösen, wie wir denn unseren Shit jetzt wieder kriegen. Mann. Nicht gut, Leute. Nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Wenn ich dann noch überlege, dass hier noch dieser Berserker hier irgendwo rumläuft. Oh, ich bleib hier. Oh, lauf doch! Also ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, hier drinnen zu sein oder da draußen. Jetzt wieder raus. Was geht das? Ich weiß nur leider nicht, wie man das hier wieder kaputt kriegt. Krieg die an, mein Junge. Krieg die Old an. Müssen wir entdecken. Okay, lauf. Dann lassen wir es erstmal und ich informiere mich mal ganz genau, was man da überhaupt machen kann. Soll, kann, tun. Warum ist das da? Wofür ist das gut? Warum soll ich meinen Arsch in so eine Cave riskieren? Und. Weil diese Dinger stehen ja immer wieder neu auf. Es muss ja irgendeinen Grund geben oder beziehungsweise eine Möglichkeit, dass die nicht wieder neu aufstehen. Ah, daneben, bei der Penner. Was ist denn mit dem Feuer? Ah ja. Deswegen segel ich erstmal wieder zurück und werde mir erstmal meine Tunika bauen. Und ich keine Tunika viel mehr. Oh, warte mal. Ich höre mal die Funktionalität dieses. Naja. Dieses Turm begutachten. Aber nee, gut, Kinderchen. Break.